Mit dem Bau der Zentralklinik in Ontwerdum werden die drei Klinikstandorte in Aurich, Emden und Norden in einer gemeinsamen Klinik zusammengeführt. Dabei steht die Ausrichtung an einer qualitativ hochwertigen, breit aufgestellten und modernen Versorgung im Mittelpunkt. Entstehen wird die Zentralklinik auf einem 37 Hektar großen Areal in Ontwerdum. Anfang Oktober sind die Ergebnisse des Wettbewerbs vorgestellt worden. Drei Architektenbüros überzeugten die Fachjury. Der erste Preis zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Art Campusstruktur, die Baublöcke etwas abbricht, landschaftlich versucht, auch dieses Gebäude, den Gebäudekomplex zu integrieren. Es ist kein kleines Haus, also diese Massen herunterzubrechen, ist auch nicht ganz einfach. Ich sage ja immer, ein Wettbewerbsergebnis ist ein Vorentwurf eines Vorentwurfs. Jeder der Entwürfe muss noch mal ein Stück weiter bearbeitet werden. In den Verhandlungsgesprächen wird jetzt mit den Teams noch über Honorare, Teamzusammensetzung, Umgang mit den Empfehlungen aus dem Preisgericht gesprochen. Bei dem zweiten Entwurf war es so der Fall, dass hier auch in den Bettenstationen eine hohe Funktionalität stattgefunden hatte, aber natürlich in dem Bereich Technik, Versorgung der Technik, insbesondere im OP-Bereich, hier doch erhebliche Mängel aufgetreten sind. Auch die dezentrale Auslagerung der sogenannten Wirtschaftshof, der Verteiler, wie auch der Überdeckung der Parkgarage war hier doch etwas, was man in Frage gestellt hat. Und bei dem dritten Platz, der ja eine sehr stringente, auch campusähnliche, fast klassisch campusähnliche Struktur aufgezeigt hat, war insbesondere natürlich die Lage der einzelnen Funktionsstellen, die durchaus zu Diskussionen in der Funktionalität geführt hat, aber auch die langen, weiten Wege, die man führen muss, vom Parkplatz bis zum Haupteingang, die Lage des Busbahnhofs etc. pp. Hat dazu geführt, dass man diese Arbeit eher dann auf dem dritten Preis gesehen hat und nicht auf dem zweiten oder ersten. Vielen Dank. Im Anschluss an den Architektenwettbewerb starten die Detailplanungen. Geplant ist, den Förderungsantrag spätestens im Frühjahr 2022 einzureichen. Der Förderbescheid des Landes Niedersachsen könnte Ende 2022 vorliegen, der Baubeginn 2023 erfolgen.